Hi Leute, hier ist euer Matze-Gin mit einem Ring-Report. 60 Ringe wieder zum Identifizieren und wir starten auch schon direkt. Drückt mir die Daumen. Meinen letzten guten Ring, der ja angeblich, wo ich gedacht habe, dass er 40 Millionen wert ist, habe ich immer noch nicht verkauft bekommen. Ich habe den jetzt schon auf 10 Millionen vom Preis runtergedrückt. Irgendwie ist der Preis da in den letzten Tagen so in den Keller gefallen. Also hatte ich echt viel Pech. Aber naja. Wir haben ja jede Menge Ringe wieder und deswegen hoffen wir einfach mal, dass der nächste Ring besser wird. Oh, guck mal hier. Mit Dex Feuer Crit Damage relativ hoch. Den gucke ich auf jeden Fall nach. Ich verkaufe mal wieder hier die paar Crap-Ringe, die wir... Der ist eigentlich auch gar nicht so schlecht mit dem Boris. So. Weiter geht's. Nichts wert, nichts wert. Nichts wert. Also ich bin echt schon froh, wenn wir dann endlich alle Gegenstände auf einmal desinfizieren, identifizieren können. Dann würde das alles ein bisschen ratzfatz gehen dann. Auch nichts wert. Weiter, weiter, weiter. Oh man. 3 Stats nur drauf und dann auch noch so beschissene. Obwohl der Damage-Wert ganz gut ist. 7 Attack Speed with Dex Crit und ein Sockel. Ja. Kann man mal nachgucken. Attack Speed. 3 Stats nur. Hammer, ich liebe solche Ringe. Die sehen so scheiße aus. Auch nichts wert. Int. Und. Naja, sind nur 2 Stats. Oh man. Crit always, aber low always, auch nix. Crit und Crit Chance, ohne Primary, nur mit dem Sockel, auch nichts. Den können wir nachgucken. Crit, Crit Damage, Armor, Life, Int, relativ hohen Life-Wert mit 9% auf dem Ring. Das ist schon ganz nice. Oh, jetzt haben wir einen Ring übersprungen, den hier noch. Auch nichts wert. Ich frage mich ja, wie viele Ringe ich schon übersprungen habe oder verkauft habe, die doch etwas wert sind. Aber ich glaube, es sind nicht viele. Weil ihr sucht doch meistens auch nur nach Crit Damage, Crit Chance und Attack Speed und Damage und Primary Stat. Das sind da wirklich eigentlich so die, die halt einen Ring teuer machen. Da können wir auch nochmal gucken. Wird zwar nicht viel sein, aber können wir nachprüfen. So, wenn ihr euch schon wieder wundert, wo mein Gold ist, meine 5 Milliarden, das ist hier ein anderer Charakter, das ist ja mein dritter Monk, da sammle ich immer die Ringe. Und der hat natürlich nicht so viel Gold. So, also wir haben ein paar Ringe zum Nachgucken. Ich zeige euch auch nochmal meine alten Ringe, die ich versucht habe zu verkaufen. Das waren die beiden Ringe, leider nicht losgeworden. Da können wir nochmal versuchen, den für die Hälfte anzubieten. Den Officer Doctrine. Den schmeißen wir nochmal eher in die Bank rein. Wir suchen nochmal. Wie bitte? Der will mich wohl gerade veräppeln. Der ist doch nie im Leben so teuer, der Ring. What the fuck? Haben die einen Schaden? Das kauft doch keiner. Ich mache den jetzt für 1 Million mal Startgebot und dann gucken wir mal, ob da irgendjemand drauf bieten sollte. Also ich bin gespannt. So, wir machen weiter. Wir fangen an mit dem Ring. Ich würde sagen, auf 30 senken wir das mal. Feuerresi auf 40. Goldfeind finde ich persönlich eher uninteressant. Obwohl, macht Goldfeind irgendwas an dem Preis aus? Für unsere netten chinesischen Goldbotter. Kauft das einer? Ich kann es einfach nicht vorstellen. Also hier mache ich auch mal ein Gebot rein. Da bin ich mir jetzt unschlüssig. Also ihr könnt mir gerne mal ins Kommentarfeld schreiben, ob die Leute noch oder unsere chinesischen Goldfarmer immer noch sowas kaufen. Always 70. Dex 90. Average Damage ist zu wenig. Können wir rausnehmen, ignorieren den Wert. Und einen Armor-Wert haben wir noch. Okay, 1,5 Millionen.
Was haben wir hier noch? Okay. Also eine Million reicht doch, oder? Ja, eine Million versuche ich den mal am Mann zu bringen. So, weiter geht's. Guck mal, hier fängt es mit 2 Millionen an. Sockelt, 4 Crit, 9 Attack Speed, können wir alles so lassen. Die Werte setzen wir mal kurz ein bisschen runter. Trotzdem bei 2 Millionen. Ja. Und ein Sockel, das ist cool. Den können wir für 1,9 Millionen ins AH stellen. Habe ich auch ein gutes Gefühl, dass der weggeht. So. Nächster Ring, kann er mir nicht finden. Wow. 20. Armorwert nehmen wir mal raus. Int setzen wir auf 65. Nee, machen wir nicht. Int nehmen wir komplett raus. Wir suchen nur nach dem Dex-Wert. Sind wir bei 950? Jetzt setzen wir doch mal die Armor wieder rein. 70 Millionen mit Armor. Ey, das ist auch schon wieder schwer. Scheiß drauf, könnt ihr von mir aus drauf bieten. Hier, viel Spaß beim Bieten, Jungs und Mädels. Und der letzte Ring ist eher mau. Machen wir für 300k rein. Haben wir ja relativ viele Ringe diesmal rausgezogen, die wir auch ins Auktionshaus gestellt haben. Für unterschiedliche Preise. Drei Ringe haben wir für Gebot drin. Und ja, ich bin gespannt, ob wir ein paar Ringe davon verkaufen. Ich werde das natürlich dann in den nächsten Ringreports, sind ein paar da drauf, folgende Ringreports, mal schauen, wann die halt weggehen. Werde ich das dann auch nochmal zeigen, was ich verkauft habe von den Ringen. Und ja, damit möchte ich mich auch schon wieder verabschieden. Ich wünsche euch natürlich viel Glück bei euren Ringen, dass ihr mal was Gutes rausbekommt, für euch selbst oder dass ihr es verkaufen könnt im Auktionshaus. Und ja, bis zum nächsten Mal. Das war euer MatzeGen. Daumen hoch nicht vergessen. Bye bye.